Heilrin, hast am Ende keine Qualifikation, aber die erste Hälfte war ganz ausgeglichen. Alles war eigentlich möglich in diesem Spiel. Ja, war was möglich, genau. DFB-Pokal ist immer was möglich. Gut ausgeglichen, ganz ausgeglichen würde ich nicht sagen. Die Essener hatten vielleicht schon noch ein paar mehr Chancen, aber wir haben defensiv relativ gut gestanden. Müssen wir einfach versuchen, noch ein bisschen selbstbewusster nach vorne zu spielen. Kam das Tor in zweiter Hälfte zu schnell? Komischerweise haben wir irgendwie so einen kleinen Fluch auf uns lasten, dass wir immer so ungefähr 5 Minuten nach Anpfiff ein Gegentor kassieren. Das kam ein bisschen früh, leider, ja. Allerdings ist es keine Ausrede, du hast danach immer noch genug Zeit, Tor zu machen. Haben wir auch gemacht. Ja, aber dann am Ende hat es leider nicht gereicht. Ihr habt ja sowieso bemüht, um den 1-1 zu machen, aber dann bei 0-2, dann weiß man, das wird ganz schwierig. Ja klar, und bei einer Mannschaft wie Essen, die einfach viel den Ball laufen lassen, spielstark sind, wird es dann natürlich schwer. Wir haben es dann nochmal versucht, aber ja, hat ja nicht geklappt. Aber ich denke, dass jede wirklich heute alles reingehauen hat, was sie hat. Ich komme kurz zu Schweiz. Ich denke, die hat dieses Woche nicht gespielt, aber er hat 4 Siege auf Siege. Das wird ein Streit mit Belgien, um die Euro zu holen. Wie siehst du das? Ja, spannend, ne? So wie es im Fußball sein soll. Ja, bisher lief es gut. Wir sind zufrieden. Letztes Spiel war auch souverän. Drei richtig schöne Tore von Ramona Bachmann auf jeden Fall. Und der Rest hat auch super gespielt. Ja, also wir freuen uns auf jeden Fall auf die beiden Top-Spiele gegen Belgien und gucken mal, was dann passiert. In die Bundesliga geht die nächste Spiel gegen Leverkusen, Sand und Duisburg. Sind für euch drei ganz wichtige Spiele. Ja, sehr, sehr wichtige Spiele. Jetzt gilt es einfach, den Fokus komplett darauf zu legen. Das sind auch jetzt da keine Ausreden mehr. Also das müssen 3 Punkte sein einfach. Dass wir in die Winterpause gehen mit einem kleinen Puffer, das wäre sehr, sehr wichtig und ich hoffe, dass das klappt. Letzte Frage. Du hast ja in Israel gespielt. Wie war das? Was war das für eine Erfahrung? Eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Für mich persönlich eine sehr gute. Ich konnte einfach mal wieder den Kopf ein bisschen frei bekommen, diesen Druck, in dem ich einfach war, mich davon ein bisschen befreien und auch herausfinden, was ich eigentlich möchte. Und ja, ich fühle mich einfach wohl beim FC und Köln ist einfach meine Lieblingsstadt. Ja, deswegen, ich bin einfach froh, dass ich das gemacht habe. Okay, vielen Dank und auf ein viel Glück für die nächste Spiel. Dankeschön, danke Danke. sehr.